Alter, wo kommen die denn alle her, ey? Kann ich meine neue AK-47 ausprobieren? Was ist passiert? Er weiß ja nicht, was sie haben. Der Klassiker. Ich will schießen und muss erst nachladen. Mal gut, dass hier... Hä? Komm mal. Der unten einen auf den Latz gekriegt. Hast du gesehen, wie der hochgeschwebt ist? Nee. Nee? Mich verarschen. Was wollen die denn jetzt alle hier? Guck mal dein Robotik an, wo der ist. Ja, die haben den Turm eingeschlagen. Du schreist nicht nochmal, Troller. Auf gar keinen Fall. Alter, jetzt haben wir die ganze Munition schon wieder verballert. Ja, und die haben ein bisschen was kaputt gemacht. Ja gut, der Robotikhammer ist da ja auch nicht schlecht, ne? Hey, keine Ahnung, wenn die, die herkam, ey. Hast noch nicht aufgenommen, ne? Doch, ja, ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallöchen. Ja, wir hatten ja ein bisschen Action, ne? Kam jetzt unerwartet. Ja. Kannst du aufwerten hier denn noch? Ich mach das mal. Ich hab nicht mal Lehm, ey. Ich wollte hier einmal in mir gegengehauen. Schlawiner! Ah, schon viel besser. So fühle ich mich doch wohl. Oh. Das ist ein Witz. Wo ist sie denn? Hier hinten. Mach die kalt. Habe ich. Ich geh nach oben. Hat die schon geschrien? Ich glaube ja. War das nicht, schreit die nicht zweimal? Einmal so, einmal so? Nee, da hinten, nee, es kommt schon welche. Echt jetzt? So, auf in die zweite Runde. Ey, was geht ab hier? Wo knallt? Irgendwo haut der doch schon wieder gegen. Hier, gegen Fallen rechts. Irgendwie halten die sich jetzt auf der anderen Seite auf, wa? Hä? Nee, hier ist nichts. Hä? Hä? Doch, hier vorne? Ah ja. Die mussten ja erstmal zur Treppe kommen. Aber das ist jetzt, die Welle ist human, ne? Ich höre hier noch irgendwo Steps. Ja. Oh, irgendwo... Okay, das war's. Mann, können die das mal lassen jetzt hier? Ja. Gut. Also ich möchte jetzt gleich nicht mehr raus. So, Versuch Nummer 3. Wir wollen eine Mission beginnen. Ich bleib zu Hause. Echt jetzt? Ich muss das alleine machen? Ja. Das ist schon 20 vor 4. Die Zeit, die rennt hier. Ah, das Einzige, was rennt, das sind die Zombies. Wenn ich komme mit meiner AK-47 und alles plattwälze, was mir in die Quere kommt. Na, außerdem passe ich mal auf, nicht, dass gleich wieder eine Welle kommt, ey. Na, wenn wir nicht da sind, nicht. Hä? Klar. Na, wenn wir unterwegs sind, passiert doch nichts. Das sagst du so. Das weiß ich. Woher? Weil der Herr über uns wacht. Na gut, ich fahr mal zur Mission, ne? Ich säuber mal eben schnell das Gebiet. Seh dich. Nicht mehr lange. So, 250 Meter. Ich sollte vielleicht ein bisschen Ausdauer einschweißen. Ah, oh, das war ja direkt neben dem Händler. Das ist so praktisch.
Oh nein. Ah, ein Glück. Ich dachte erst, das ist der Baumarkt. Verdammtes tiefer gelegtes Fahrrad. Ich bin aufgesetzt. Oh nein. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Huhn überfahren. Oh, das tut mir so leid. Mann, bist du langsam, ey. Was? Ich werde verfolgt. Hilfe! Hilfe! Eine lüsterne Frau, die mich nicht in Ruhe lassen will. Oh, das ist hier bei Burger Bob. The Burger King hier. So, ich stabeck mal mein Fahrrad ein. So. Ja, nice. Kurz einmal. Fahrrad einstecken, warte. Oh, ich habe gar kein Essen mit. Oh, ich bin wieder so gut ausgestattet. Was machst du jetzt? Du bist zu weit weg für die Quest. Genau, hier. Das Auto ist ganz anders jetzt, als was eben war. Ja, und kaputt. Ja. So, herein spazieren. Also das wäre das Gebäude, ne? Wir haben hier noch ein paar alte Gäste. Aber letztendlich mit ein bisschen Farbe können sie das Restaurant wieder herstellen. Und könnten hier ihre Gäste wieder bespaßen, empfangen. Kommst du klar? Ja. Manche Leute wollen es einfach nicht einsehen, dass der Besitzer wechselt, aber na gut, da muss man durch als Makler, ne? Also das hast du ja immer wieder. Oh Gott, ja. Ach nee, nicht dieses Spieleparadies hier. Ja, das Spieleparadies. Ja, das Gebiet säubern. Das ist ein bisschen groß, das Gebiet, ne? Hallo. Diese Vorrichtung ist nur für Kinder gedacht. Würden Sie sich bitte wieder in Ihre, in Ihr Etablissement begeben? Oh, Frosche Head. Ich müsste doch die Chemiestation schon fast fertig haben, oder? Sechs Bücher noch. Die kriege ich auch noch voll. Oh oh, ich muss nachladen. Ja. Wie wild du hier die Tauben abgeschossen hast. Du bist kein Vogelfreund, oder? Wenn die mich angreifen? Da geht's runter. Ich erinnere mich. Oh nein. Erinnert sich? Oh nein. Wo bist du denn jetzt hier unten? Ja. Bin hier wie Rambo mit meinem Messer und knacken Tresor. Robotikteile. Ja, immer wenn der kleine Hunger kommt. Wir sind hier im Burgerlokal und es gibt nichts zu futtern für mich, ne? Das ist hier, wo wir eben schon waren. Wie kommen wir denn jetzt am besten nach hinten? Tür einschlagen? Schlossen. Hast du kein Dings mehr? Ich kann die Türen nicht knacken. Wir machen ja keine Hackmeck raus hier. Reingeprügelt, fertig. Oh. Er kommt direkt auf uns zu! Lalalalalalalala. Hier ist noch so ein... Ich lerne das mal.
Okay, du hättest das lernen müssen wegen Antibiotika herstellen. Das ist doch dumm. Kannst du mal aufhören, mich immer bei meinem Zweitnamen zu nennen? Oh, ein Kochtopf. Oh, geil. Oh, ein Kochtopf. Ja. Ah. Mich fleucht, dass mich hier böse Überraschungen überraschen werden. Was? Ich war sehr überrascht. Surprise, motherfucker. So, haben wir dann endlich mal ein bisschen Nahrung für mich. Ja, schön. Das esse ich auch auf. Alles fast... Oh. Hey! Du kommst klar, ne? Ach mal. Von hinten die Sau. Ih, so ein Ferkel. Na, aber... Boah, alles zu. Boah, hier liegt doch voll viel. Kann ich den lautlos? Kommst du klar? Er war ein bisschen laut. Dabei wollte ich ihn doch lautlos eliminieren. Beantwortet jetzt nicht meine Frage, aber gut. Aktuell ja. Sie baut hier ab. Wieso komme ich denn hier nicht raus? Ah, ich musste einmal hüpfen. Ein Rohr. Ich mache mal die Kiste auf hier. Lal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 
Hi. Warte. Ich habe schon einen gesehen hier. Geil. Stark. Nanu? Ach, Madam, bitte. Also irgendwie, die Munition geht immer schnell weg, ne? Sammeln dauert ewig, verschießen geht schnell. Ah, ein trübes Wässerchen für mich. Aber immer noch nicht fertig. Oh Gott. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Meine Pumpe, die ballert, ey. Oh. Mein Herzschlag hört sich an wie so ein alter Oldtimer. Hier waren wir schon. Ja, hier sind auch noch Türen. Hier muss ich reingehen, das ist das Herrenklo. Aber wir sind doch noch nicht fertig. Hier liegt noch Öl, wenn du es mitnehmen kannst. Wo bist du? Hier im... Trübes Wasser war in der Toilette. Ah, Jasmin guckt ja nicht in die Toilette. Ich fass doch nicht in den Kackehaufen. Ah, hier geht's bestimmt gleich weiter. Ich soll hier nochmal nach oben. Hä? Wo bist du denn jetzt schon auf wieder? Dach, da war doch eine Treppe im Klo. Ah, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ja, ja, hier jetzt war noch muss einer. Ich erstmal wieder rauskommen. Hier war noch einer, Jasmin. Ist ja voll das Labyrinth hier. Hier oben ist noch einmal so ein Medizinbuch. Hä? Wo bist du denn? Wer denn, ey? Kam gerade rein. Der hat nicht verstanden, was geschlossen ist. So, dann ab zum Händler oder was? Ja, warte, ich nehme dir doch was mit. So. Ich muss erstmal schauen, wie ich hier wieder runterkomme. La 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 la. Du bist ja schon ein Stück weit vorgegangen, ne? Oh, was nehme ich denn? Panzerbrechende Schrot. Das ist jetzt aber scheiße. Was denn? Ist die Auswahl nicht so toll? Ach, zu gut. Zu gut? Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte gerne Stahlspitzhacke, aber wir hätten noch zweimal Antibiotika im. Zur Auswahl. Ne, nimm die Stahlspitzhacke. Antibiotika haben wir auch zu Hause. Okay. Da bist du, glaube ich, besser mit bedient. Vor allem du, weil ich bin in der Regel infiziert. Ja. So, wenn du fertig bist, würde ich dir noch was überreichen. Ja, wenn ich fertig bin, warte mal ab. Ja, ja, ich warte. Ich kenne das ja schon. Ist immer das Gleiche. Ja. Die Gusch. Stehe halt ja, wenn es kein Problem ist, dann hör auf zu jaulen. Ich stehe aber so ein bisschen durch den Laden rum, ne? Wie immer. Startteam. Ja. Ah, ja. Hier. Bourbon. Oh. Aufschlagzünder. Ja, ja. Frisches Brot. Habe ich hier noch nie gesehen, aber er wirbt immer damit. Ja, ja, ja. Ist ein HE-Rakete? Ein Raketenwerfer. Was denn? Ich guck doch nur. Gib mir doch mal einen Moment hier.
ist aber auch. Ich glaube, der traut mir nicht. Der beobachtet mich auch. Wollte gerade so einen Sack klauen, aber irgendwie guckt der. Pass auf, wir schleichen uns einmal rum. Darf echt nicht lachen, ey. Und gucken, was passiert. Okay. Gehen wieder hier raus, damit rechnet er nicht. Oh, der hat uns so durchschaut. Kommst du klar, oder? Ja, no, ja, ja. Ich brauche mir Hilfe. Hier, warte, warte, warte. Warte. Hm? Well, looky here, boys. We got ourselves a real life hero. And now gut, meine Auswahl ist relativ einfach. ich muss erstmal mein Inventar irgendwie was loswerden. Kann ich dir was verkaufen? Warte mal. I guess I'm gonna have to pay. Oh, nö, ja. Hier, komm, nimm mal den Hammer. Hm? Kann ich den nicht verkaufen? Wieso kann ich den nicht verkaufen? Verkauf den doch. Nee, Mündungsbremsen-Mod war das. Kein Schalldämpfer. Careful out there. You wouldn't want to get hurt. Ah, das muss auch noch getauscht werden. Aber ich kann ja schon mal meine Belohnung abholen hier, ne? So, warte mal, Freundchen. Freund Narbe. Ja, genau, Freund Blase. Hase. Wenn ich. Ach. Ich brauche Stauraum, um das zu wechseln. Sie steht in der... Es kann nicht... Es kann einfach nicht wahr sein. Da. Ich habe eine Tür aufgemacht, durch die wir beide durchpassen. Können wir jetzt gehen? Wo wollen wir eigentlich hin? Ja. Ich muss einmal zu meinem Fahrrad. Wir können ja dann langsam auf dem Weg heime. Heime. Ach, kann ich ja hier gar nicht absch... Mich hier Stauraum? Nee. Ach, ich bin ein Held. Ich habe ja mein Fahrrad in der Tasche. So, warte mal. Wir müssen hier mal... Da. So, das sollte reichen. So, verändern die beiden Mods raus. Denn die ich mir die anderen über den Ärmel. Ne, erst reparieren. Und dann. Und einstecken. Ja, nice, Jasmin, nice. Ah, Nietzsche. Nietzsche. Wir kommen jetzt nach Heime. Oh, ich hoffe, mein Beton ist auch schon fertig. Oh, diese Ausdauer. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Wo denn? Ein Traum von einer sportlichen Eigenschaft. Ich bin immer zu blöd, das Fahrrad einzustecken. Oh, steigst du auch immer auf? Ja, hier macht schon wieder irgendwer was kaputt. Hm.
Das war ein Unfall! Oh, immer laufen die hier rein. Warum? Das ist jetzt mit mir durchgegangen. Oh, ich hab Durst, Jasmin. Bringst du mir einen Kaffee? Nö. Oh. Noch einer? Ja, ja, ein Digger ist hier. Ja, wunderbar. Das hast du gut gemacht, Jasmin. Wie der immer schreit. So, einmal einen Schluck Wasser. Achso, wo bist du denn? Ich habe noch ein Buch für dich. Du bist unten, ne? Ja, bin ich. Hast du Probleme mit? Passt ja wie die Faust aufs Auge hier. Cool. Einmal die Taschen leer machen. Was hab ich denn hier alles? Ja, Motoren. So. Millimeter Munition. Also wir sind kurz vom Blutmond, aber ich würde sagen, dass wir munitionstechnisch trotzdem nicht so gut dastehen, ne? Ja, es ist doch noch alles in Gange hier. Nee, also wir sind jetzt ungefähr gleich mit dem ersten oder zweiten Blutmond? Nee, auf gar keinen Fall. Meinst du nicht? Nee. Bist du dir sicher? Ja. Würdest du dafür deine Hand ins Feuer legen? Ja. Gut, oben ist der Herd an. Leg mal rein. Die Fresse, ey. Ich zeig dir gleich warum. Geh weg jetzt hier mit deinem... So, ich muss hier einmal kurz an die Schmiede. Ja, kleinen Moment. Okay, ich bin fertig. So. ich... Müsste doch eigentlich mir schon eine Drohne basteln können, oder? Ich guck gleich mal. Was habe ich denn hier überhaupt noch drinne? Das oben, 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 Mod. So. Oben, Jasmin. Das können wir mal aufmachen. Sharp Sticks, wenn du gerne Löcher in Dinge stichst. Das ist ja was für dich. Wenn du gerne Löcher in Dinge stichst, ist Sharp Sticks genau richtig. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Speeren. Ja, kann ich lernen, aber... Endgang-Magazin. Fühlst du dich glücklich? Glück ist etwas für Verlierer. Bereite dich vor und erfahre, wie du deine eigenen Handfeuerwaffen fertigst. Ja, hat sich semi-mäßig gelohnt. Gab zumindest Punkte. Drohne, genau, das wollte ich gucken. Bin ich geistig, mental und bildet genug, eine Roboterdrohne zu bauen? Nein, bin ich nicht, denn ich muss Robotik. Du musst Robotik. Robotik freischalten. Bekomme ich bestimmt unter Elektriker, ne? Nee. Ah, unter Robotik. Ja, das macht Sinn. Aber ich brauche auch nur 68 Bücher dafür. Ja. Was ist denn... Geh weg! Oh, jetzt komme ich hier nicht hoch. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich hänge fest. Ich komme einfach die Leiter nicht hoch. Mann! Was war denn da los? Bist du fett. Sperre. Sperrefalle. Kochtöpfe. Ja, was sagt denn mein Beton? Aber wir haben gar keine Steine mitgenommen. Oh, Jasmin, ey.
voll gemacht. Können wir noch Zement herstellen? Ah nee, weil die Schmiede unten ja noch belegt ist, ne? Ach ja, das dauert eine Weile. Muss der Amboss da rein, wo das, Da, wo das Amboss-Symbol ist, ja genau. Hä? Ganz oben rechts. Hä, ist bei mir ja nicht. Bei mir geht das nur da rein, wo das Holz reingeht. Du musst deine Produktion unterbrechen. Du musst die einmal abbrechen, dann kannst du einen Amboss reinmachen und dann kannst du wieder starten. Ah. Ja, die kleinen Kniffe des Lebens, ne? So. Gut, das heißt, wir können ja nächste Folge eigentlich schon wieder anfangen mit ein bisschen Arbeit. Oh, geht gleich viel schneller, siehst du? Bäm, bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. So, den haben wir schon mal. Was wollen wir denn? Wir können. Und das werden wir auch. Und wir können auch Baublöcke herstellen. Fangen wir doch damit mal an. Oh, ich habe die Feder noch drin. Denn wir können hier noch mal ein komplett hoch, ne? Mal Brechsand holen hier. Oder ziehen wir schon Wände? Nee, doppelter Fußboden wäre mir schon lieb. Doppelt und dreifach. So. Geht ja natürlich jetzt nur da, wo wir schon aufgewertet haben. Ich glaube, da hat sich jemand verlaufen. Ich gehe mal fragen, ob sie Hilfe braucht. Entschuldigung, Ma'am. Brauchen Sie Hilfe? Ja, das klingt ja gar nicht gesund. Genau, ruhen Sie sich erstmal aus. So, dann wollen wir mal unseren Tätigkeiten weiter nachgehen. Ich glaube, der Frau haben wir gut geholfen. So, hier, da. So. Kohle haben wir jetzt ja gar nicht mehr so viel, ne? Ne, das haben wir ja komplett in Schießpulver. Ja, müssen wir nochmal Kohle denn irgendwann... umgewandelt. Da hole ich mir aber nochmal diese Zauberschokolade. Ja gut, dann können wir das ja gar nicht machen mit dem Schießpulver gerade. So, herrlich. Das haben wir soweit schon mal aufgewertet. Toll. Also Nitrat haben wir. So, hier reicht ja eigentlich ein einfacher Boden, ne? Genau. Und wir brauchen... ja, das kommt jetzt drauf an, wie weit kommt die Treppe. Den kann ich hier noch gar nicht, nee, das kann ich noch nicht machen. Ich muss erst die Treppe hier gebaut haben. Das ist ja doof, ne? Huh, huh, huh.
Ich gehe auch davon aus, dass ich nachts nochmal Steine holen muss. Ah ja, mein Holz geht wieder flöten hier. Das ging jetzt aber schnell. So, herrlich, oder? Ist das nicht herrlich? Ja, das ist nicht herrlich. Oh, wunderschön. Ach, weißt du was? Ich hab jetzt Jasmin hier zu suchen, nur damit die was lernen kann. Neu hier. Jetzt habe ich es gelernt. Gut. Ist ja. Doch die ganze Zeit weg. Also Zement. Zement dis. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge können wir noch mal ein bisschen aufwerten und gegebenenfalls Stein sammeln mit Kohle. Ja. Wie sieht denn, wie viel Schießpulver haben wir denn unten schon in der Werkbank? Hast du, oder hast du schon rausgenommen? Wir haben nur noch 57. Deswegen müssen wir Kohle in der nächsten Runde mal sammeln wieder. Ja. So. Wie spät? Diese Patronenhülsen, das dauert so lange. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen am Bunker weiterbauen, ein bisschen aufwerten, ein bisschen vielleicht neue Wände stellen, dass da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Und wir werden ein bisschen Kohle mit ein bisschen Spitzhacke sammeln. Seid gerne wieder mit dabei und lasst ein bisschen ein Like da. So. Wir sehen uns morgen wieder. Wir würden uns freuen auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.